Namaste und willkommen auf meinem Yoga-Channel. Ich bin Martina und heute habe ich eine kleine Yin-Yoga-Sequenz für dich. Yin-Yoga für mehr innere Freude und Leichtigkeit. Das ist eine Sequenz, die vor allem dann gut geeignet ist, wenn du dich traurig fühlst, wenn du dich schwermütig fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass wirklich alles sehr, sehr schwer ist im Leben, wenn du dich freudlos fühlst. Und vielleicht auch an depressiven Verstimmungen leidest oder leichten Depressionen, dann ist das eine wunderbare Praxis, um nochmal ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit in dein Leben reinzubringen. Wir sprechen in dieser Sequenz vom das Herzchakra an, das Herzchakra in der Mitte unserer Brust, das mit den Gefühlen von Liebe, Freude, Mitgefühl, aber auch von Leichtigkeit verbunden ist. Und auch das zweite Chakra, das Svadhisthana Chakra oder Sakralchakra, das sehr, sehr stark mit unseren Emotionen verbunden ist. Das ist ein Bereich der Hüften lokalisiert und man sagt ja auch, die Hüften sind der Sitz unserer Emotionen und da kann sich über die Zeit auch schon ganz schön belastendes Material ansammeln. Das ist auch mal ganz gut, auch manchmal Emotionen, die uns nicht mehr dienen, auch mal loszulassen, auch das freizulassen, es anzunehmen, aber dann auch diese Emotion auch wieder loszulassen und zu schauen, was brauche ich jetzt, damit es mir wieder gut geht, damit ich mich leichter und glücklicher fühle. Und dabei soll dir diese kleine Sequenz helfen. Ich gebe dir auch so ein paar kleine Affirmationen mit auf den Weg. An Hilfsmitteln empfehle ich dir heute, dir einen Bolster zurechtzulegen. Alternativ auch ein dickes Kissen, kann auch ein Sofakissen sein oder auch eine dicke gefaltete Decke. Und ich empfehle dir heute sogar dir zwei Decken zurechtzulegen, weil wir es uns heute ein bisschen angenehmer einrichten wollen, um hier noch ein bisschen mehr Leichtigkeit und Raum zu erfahren. Und dir vielleicht noch einen Yoga-Block zurechtzulegen, vielleicht auch zwei Yoga-Blöcke, dann bist du eigentlich bestens versorgt. Und dann bitte ich dich, dir einfach jetzt alles zurechtzulegen, was du brauchst. Und wir starten diese kleine Sequenz mit einer Position, die sowohl die Hüften als auch das Herz öffnet, nämlich den liegenden Schmetterling mit Herzöffnung auf dem Bolster. Nimm dir dazu deinen Bolster und leg ihn dir längs auf deine Matte ab. Du kannst dir hier am Kopfende deines Bolsters so eine kleine gefaltete Decke ablegen. Kann auch ein kleines Kissen sein. Das ist immer ganz angenehm, um sich den Kopf noch mal ein bisschen zu unterstützen. Und dir gerne auch, wenn du es ganz gemütlich haben möchtest, zwei Blöcke an die Seite deiner Matte zurechtzulegen, wo du deine Beine drauf abstützen kannst. Und dann setze dich hier vor den Schmetterling vor deinem Bolster ab. Leg deine Füße hier aneinander, dass die Fußsohlen sich berühren. Kannst gerne deine Blöcke unter deine Knie oder deine Oberschenkel ablegen. Ja, dann leg dich hier gerne auf deinem Bolster ab mit deinem Oberkörper, mit deiner Brust. Dich hier ganz entspannt ablegen, die Arme vielleicht so ein wenig zur Seite abgelegt, dass hier noch ein wenig Öffnung im Bereich deines Herzens hineinkommt. Dass du hier wirklich deine Schulter nochmal weiten kannst. Hast gerne deine Augen geschlossen. Schau, dass dein Kopf hier wirklich angenehm abgelegt ist. Dann verbinde dich hier in dieser Position ganz bewusst und entspannt mit deinem Atem. Atme tief und bewusst in den Bereich deiner Brust, deines Herzens. Und nimm einfach mal wahr, wie sich dein Brustraum weitet, wie sich dein Herz öffnet.
Nimm diesen Moment einfach deinen Atem wahr und du wirst merken, dass dieser Fokus auf den Atem dir auch gleich wieder sehr, sehr viel Ruhe einbringt, sehr, sehr viel innere Ruhe, inneren Frieden. Und gerade wenn du besonders aufgewühlt bist, kann dieser Fokus auf den Atem dir nochmal helfen, jetzt zu deinem inneren Frieden zurückzukehren. Dann wiederhole dir hier innerlich, wenn du magst, die Affirmation. Ich bin in Frieden mit mir selbst. Ich bin in Frieden mit mir selbst. Dann nimm hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm hier gerne auf deine Unterarme. Stütze dich langsam ab und bring dich langsam hier nach oben zum Sitzen. Vielleicht magst du für einen Moment hier deine Beine ausstrecken und die Beine so ein bisschen hin und her pendeln lassen. So einen kleinen Scheibenwischer. Einfach mal für einen Moment so ein bisschen hin und her bewegen. Und dann komm hier langsam zum Sitzen. Leg dir gerne deine Blöcke hier zur Seite. Dein Bolster kannst du so ein bisschen von dir wegschieben. Du kannst hier, wenn du möchtest, eine gefaltete Decke dir unterlegen. Wir gehen jetzt in den halben Schmetterling im Sitzen. Du setzt dich hier ein wenig erhöht hin auf deinen Kissen oder auf deine gefaltete Decke, winkelst das rechte Bein an, das rechte Knie an, legst deinen Fuß an die Innenseite deines linken Beins und dann lässt dich hier für einen Moment über dein gestrecktes Bein hier sinken, falte dich über dein gestrecktes Bein nach vorne. Wenn es für dich angenehm ist, dann kannst du auch gerne mehr in die Mitte kommen, wenn es für dich sich angenehmer anfühlt. Schau, dass du hier wirklich ganz angenehm
setzen kannst, dass du ganz angenehm in diese Position kommst, angenehm loslassen kannst. Wenn du magst, kannst du auch deinen Kopf unterstützen, indem du dir vielleicht einen Block nimmst und den unter die Stirn legst, wenn du so weit nach unten kommst und das für dich machbar ist. Oder auch alternativ vielleicht ein Bolster auf deinem Bein ablegen und dich auf dein Bolster ablegen. Schau, dass du hier wirklich ganz angenehm dich einrichten kannst. Das ist eine wunderbare Position, die hier. Und es ist eine wunderbare Position, die vor allem auch die Körperrückseite öffnet, auch den Bereich des oberen Rückens, den Bereich des rückwärtigen Herzraums öffnet. Vielleicht magst du hier ganz bewusst deinen Atem im Bereich deiner Schulterblätter schicken. Hier tief ein- und ausatmen. Vielleicht magst du dir hier in dieser Position innerlich die Affirmation mitgeben: Ich lasse alles Schwere und Negative los und öffne mich der Freude und der Leichtigkeit. Ich lasse alles Schwere und Negative los und öffne mich der Freude und der Leichtigkeit. Dann nimm hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Dann löse hier langsam auf. Komm langsam nach oben zum Sitzen. Lass deine Beine noch so, wie sie sind und komm für einen Moment in so eine kleine Drehung zu deiner rechten Seite. Schaust über deine rechte Schulter. Dann komm langsam nochmal zur Mitte zurück und wir wechseln die Position zur anderen Seite. Strecke nun dein rechtes Bein aus und winkle das linke Bein an, lege es an die Innenseite deines rechten Beines
Wir gehen auch hier in den halben Schmetterling. Beug dich nochmal vor, außenhafter heraus und komm entweder nach vorne in die Mitte oder vielleicht hier zu deiner rechten Seite über dein rechtes Bein gebeugt. Schau, dass es sich hier wirklich auch angenehm anfühlt für dich. Vielleicht magst du das Bein auch ein bisschen mehr angebeugt lassen. Schau, dass es sich richtig gut für dich anfühlt. Dann lass dich hier wirklich ganz entspannt in diese Position sinken. Schick deinen Atem nochmal in den Bereich deiner Schulterblätter hinein. Atme tief ein und aus. Und dann gib dir auch hier innerlich die Affirmation: Ich lasse alles Schwere und Negative los und öffne mich der Freude und der Leichtigkeit. Ich lasse alles Schwere und Negative los und öffne mich der Freude und der Leichtigkeit. Dann nimm hier noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam wieder auf. Langsam nochmal zum Sitzen. Lass deine Beine noch so, wie sie sind und dreh dich für einen Moment zu deinem linken Bein hin, schaust über deine linke Schulter. Und dann komm langsam nochmal zur Mitte zurück. Decke an deiner Decke erstmal runter von der Matte. Und wir brauchen jetzt nochmal unseren Bolster. Leg dir deinen Bolster jetzt quer auf die Matte. Und nimm dir deine dicke Decke. Große Decke, die du mehrfach falten kannst. Und leg sie hier das Kopfende deiner Matte, gern auch wirklich so ein bisschen dicker falten, alternativ auch ein großes Kissen hier ablegen. Und
Lass hier zwischen Polster und Decke so ein wenig Platz. Und vielleicht magst du dir hier ans Ende, ans Kopfende noch deinen Block ablegen. Den brauchst du vielleicht, vielleicht brauchst du ihn auch nicht. Also schau einfach mal, wie das für dich passt. Und dann setze dich jetzt mit gefalteten Beinen vor deinem Bolster ab. Leg dich so vor deinem Bolster ab, sodass du deine Taille hier ganz bequem auf deinem Bolster ablegen kannst. Nimm den rechten Arm so zwischen Bolster und Decke und leg deinen Kopf hier sanft auf der Decke ab. Du kannst deinen linken Arm hier über den Kopf nehmen und vielleicht magst du deine Hand so auf dem Block in deinem Kopfende absetzen. Vielleicht landet die Hand auch einfach auf dem Boden, wenn das für dich angenehmer ist. Schau, dass es sich hier wirklich gut anfühlt. Na, wir öffnen hier nochmal die Körperseiten und sprechen hier auch nochmal den Herzmeridian an, aber auch den Lungenmeridian. Da auch so mit den Gefühlen von Traurigkeit und so ein wenig Schwere auch verbunden ist. Und auch hier wieder mehr Leichtigkeit, mehr Freude in unser Leben bringen. Diese Position dehnt vor allem die Körperseiten und öffnet auch hier den seitlichen Brustbereich. Auch hier nochmal etwas mehr Leichtigkeit reinzubringen. Noch gerade dieser Bereich ist oft sehr, sehr verspannt. Also den ganzen Brustbereich nochmal öffnen. Gleichzeitig sprechen wir auch hier den Herzmeridian an. Auch den Lungenmeridian, der auch mit Gefühl von Traurigkeit verbunden ist. Wir wollen hier mehr Freude und Leichtigkeit reinbringen. Atme hier ganz bewusst in deinen seitlichen Brustraum, die freie linke Seite hinein. Und vielleicht magst du dir hier innerlich die Affirmation geben: Ich öffne mich für mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben. Ich öffne mich für mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Dann löse hier langsam wieder auf. Komm langsam hier nochmal nach
oben zum Sitzen und dreh dich dann zu deiner anderen Seite. Wir gehen jetzt direkt zur anderen Seite über. Setz dich auf deiner linken Körperseite ab, jetzt mit der linken Seite neben deinem Bolster. Leg hier deine linke Taille auf deine Bolster ab. Der linke Arm geht zwischen Bolster und Decke hindurch. Dann nimmst du den rechten Arm über deinen Kopf. Vielleicht magst du die Hand hier nochmal auf den Block ablegen, vielleicht auch einfach auf deiner Matte. Schau, dass dein Kopf hier entspannt liegen kann. Und dann atme nochmal ganz bewusst in eine freie, rechte Körperseite hinein. Mach hier auf dieser Seite noch ein wenig mehr Öffnung und Freiheit und Leichtigkeit hineinzubringen. Und dann wiederhole dir hier gerne innerlich die Affirmation auch auf dieser Seite. Ich öffne mich für mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben. Ich öffne mich für mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben. Dann nimm hier noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm langsam nach oben zum Sitzen. Richte dich hier nochmal auf im Moment und leg da hier gerne, deine Matte nochmal frei. Und lass hier nur dein Bolster auf deiner Matte liegen und dann bringe hier dein Bolster unter deine Hüften. So schiebst du hier wirklich so unter deine Hüften, unter deinen Po, unter deinen unteren Rücken, dass der hier gut gestützt ist. Und dann streckst du hier in dieser Position deine Beine in die Luft. Du kannst diese Position auch gerne an der Wand praktizieren, um dich nochmal ein bisschen mehr abzustützen, wenn du das möchtest, dass du die Beine an die Wand ablegen kannst. Du hast hier die Wahl, entweder die Beine gestreckt nach oben zu lassen oder auch gerne hier für etwas mehr Öffnung in deinen Hüften noch in die liegende Libelle zu kommen, wenn das für dich
angenehm ist, also die Beine hier in so eine breite Grätsche zu bringen. Das ist auch nochmal eine wunderbare Position, die hier nochmal Spannung im Bereich der Hüften loslassen kann, also gerade in dieser gegrätschten Variante. Wie gesagt, du kannst es dir noch leichter machen, indem du die Beine an die Wand ablegst. Atme nochmal tief und bewusst ein und aus. Dann gibt er hier gerne innerlich die Affirmation: Ich lasse alles Schwere und Negative los und öffne mich der Freude und der Leichtigkeit. Ich lasse alles Schwere und Negative los und öffne mich der Freude und der Leichtigkeit. Dann nimm mir noch so 2, 3 Atemzüge mehr. Und dann löse die Position langsam nochmal auf. Bring gerne deine Beine hier zusammen. Schieb dein Bolster unter deinem Po heraus. Schieb ihn gerne so ein bisschen ans Ende deiner Matte. Hast ja gerne mal deine Füße aufgestellt und lass deine Knie so nach rechts und nach links pendeln wie so ein Scheibenwischer. So lass die Füße hier eher so mattenweit oder hüftweit geöffnet. Für einen Moment so ein bisschen die Hüften lockern. Und dann stell dir deine Füße nochmal auf, heb das Becken ein wenig an, versetz das Becken ein bisschen nach rechts und lass dann deine Knie nach links fallen für so einen kleinen Twist, so eine kleine Drehung. Vielleicht magst du deinen Kopf entgegengesetzt zu deinen Knien öffnen, dass du entgegengesetzt zu deinen Knien schaust. Vielleicht magst du dir hier deine Beine noch unterstützen, vielleicht magst du ja hier deine gefaltete Decke oder deinen Block unter deine Knie legen, um dich hier noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Schau auch, dass deine Schultern hier angenehm auf der Matte liegen, angenehm abgelegt sind.
Und atme auch hier tief ein und aus. Auch diese Drehungen bringen ja auch nochmal ein bisschen Entspannung in den Körper. Ein bisschen mehr Leichtigkeit. Mehr Öffnung. Dann atme hier tief und bewusst ein und aus. Und vielleicht magst du dir hier innerlich die Affirmation geben. Ich bin in Frieden mit mir selbst und blicke voller Freude in die Zukunft. Ich bin in Frieden mit mir selbst und blicke voller Freude in die Zukunft. Nimm mir noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löst die Position langsam nochmal auf. Kommt nochmal zur Mitte zurück. Setzt dein Becken nochmal mittig auf. Und dann wechsle hier langsam die Seite, versetzt deinen Po so ein bisschen mehr zu deiner linken Mattenseite, lass die Knie nach rechts fallen und den Blick nach links gehen. Und schau auch hier, dass du angenehm und unterstützt und getragen liegen kannst, dass du dich wirklich ganz entspannt fühlen kannst. Und atme hier an deine freie linke Körperseite ein. Und wiederhole dir hier gerne innerlich die Affirmation. Ich bin in Frieden mit mir selbst und blicke voller Freude in die Zukunft. Ich bin in Frieden mit mir selbst und blicke voller Freude in die Zukunft.
Und dann nehmen wir noch so 2, 3 tiefe, bewusste Atemzüge mehr. Und dann löse diese Position langsam wieder auf. Komm langsam wieder zur Mitte zurück. Vielleicht magst du hier deine Knie für einen Moment zur Brust heranziehen, dich klein machen zu einem Päckchen, vielleicht die Knie so ein bisschen kreisen lassen. Schau mal, was dir jetzt gut tut. Und dann gebe ich dir für deine Endentspannung, deine letzte Entspannung, auch verschiedene Optionen, die du nutzen kannst. Du kannst entweder ganz klassisch in Shavasana gehen, die Beine ausstrecken. Du kannst aber auch die Füße aufgestellt lassen und die Knie so ein bisschen aneinander fallen lassen. Auch das ist eine wunderbare Übung, um hier in die Entspannung zu gehen. Oder du kannst ja Shavasana mit einer Herzöffnung praktizieren, was ich auch immer ganz, ganz schön finde. Dazu nimmst du dir hier erstmal dein Bolster, das du dir unter deine Knie packen kannst. Nimmst du dir hier zurecht und dann nimm dir eine von deinen Decken, vielleicht etwas dünnere Decke, und mach dir da so eine kleine Rolle aus der Decke und leg die ja, so quer auf der Matte ab. Deine große Decke kannst du noch nehmen zum Zudecken und dann leg dich so auf deiner Matte ab, dass hier deine Schulterblätter auf deiner Decke, auf dieser gefalteten Decke ablegen. Vielleicht hast du die Arme so zur Seite ausgestreckt, vielleicht einfach nach unten ausgestreckt. Vielleicht magst du dir auch hier noch was unter den Kopf legen, wenn das für dich angenehmer ist. Die Knie kannst du hier ganz entspannt ablegen auf deinem Bolster. Dann kannst du dich auch hier gerne noch zudecken, wenn du möchtest, wenn sich das für dich gut anfühlt. Und dann lass dich hier ganz entspannt in dieser Position sinken, dieser Position hinein entspannen. Atme hier tief in den Bereich deiner Brust hinein, dein Herz hinein. Auch hier vielleicht noch mal so ein wenig Weite und Offenheit zu spüren. Weite in deinem Herzraum, Öffnung in deinem Herzen. Vielleicht magst du dir hier so im Bereich deines Herzens ein kleines Licht vorstellen, das aus der Mitte deines Herzens leuchtet, sich ein wenig mehr in deinem Brustraum verteilt und immer heller und heller wird und dich mit Freude und Liebe und Leichtigkeit erfüllt, einhüllt, umgibt und trägt. Dann bleibe hier
und genieße dieses angenehme Gefühl deiner Ruhe, des Friedens, der Freude und der Leichtigkeit. Dann lass deinen Atem hier langsam wieder tiefer werden und komme langsam ins Hier und Jetzt zurück. Bringe langsam etwas Bewegung in deinen Körper. Beweg deine Finger, deine Füße, strecke dich, mach dich lang. Schau mal, welche Bewegung dir jetzt gut tut. Dann komm hier gern vielleicht über deine Seite. Langsam wieder zurück zum Sitzen auf deiner Matte. Lass gern die Augen noch geschlossen, die Hände vielleicht auf deinen Knien abgelegt. Atme hier tief ein und aus. Dann nimm hier gerne deine Hände vor deinem Herzen zusammen ins Anjali Mudra. Und dann schenke dir selbst ein Lächeln, ein Dankeschön an dich, an deinen Körper. Und dann verneige dich vor dir selbst. Namaste. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat diese kleine Sequenz gefallen. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like oder einen Kommentar unter dem Video freuen. Wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere auch gerne meinen Kanal und vergiss auch nicht, die Abo-Glocke zu klicken, damit du benachrichtigt wirst, wenn es neue Videos von mir gibt. Also ich bedanke mich nochmal bei dir, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bis bald. Namaste.